Hallo zusammen, heute wieder mal etwas über die Haut für einen schönen Glow, für ein schönes, ebenmäßiges Hautbild. Ich hatte euch das ja angekündigt im letzten Vlog, dass ich von Ne Cosmetic Milano, die in enger Kooperation mit Dolton stehen, also über Dolton wird es vertrieben, ein paar Produkte noch getestet habe. Und zwar einmal so ein, ja, Corrector Base Green, also einen grünen Primer, der Rötungen verschwinden lässt und somit mit seiner samtigen Textur für ein ebenmäßiges Hautbild sorgt, also unter der Foundation oder unter der getönten Tagescreme aufgetragen. Dann habe ich noch ein Produkt, das ist ein Nude Look, das ist eine getönte Tagescreme, die man als Base benutzen kann, um jetzt eine höhere Deckkraft zu erlangen oder einfach nur als getönte Tagescreme. Die kosten so um die 27,50 Euro, diese beiden Produkte. Ein Glow Serum, ich erkläre es gleich später, ein Schimmer Highlighter und eine Augenbrauenmascara. Beginne ich jetzt mal mit dieser Corrector Cream. Also ich habe das selber noch nicht probiert, das ist jetzt First Impression. Das ist also, ich habe es schon mal geöffnet. Ist in einem Tübchen und kann mit den Fingern aufgetragen werden, also nur ganz sanft, also jetzt nicht in dicken Mengen, um Rötungen verschwinden zu lassen. Dann bin ich immer gespannt. Hier so ein paar Rötungen und das soll helfen, die Rötungen zu kaschieren. Ich nehme jetzt mal den Finger. Also ich habe wirklich minimal aufgegeben, denn Grün lässt ja Rot verschwinden. So, das klopfe ich jetzt mal hier ein. Hier ist auch noch so ein Teil. Und hier auch. Man kann natürlich auch punktuellen Pinsel nehmen, ne? Ist vielleicht besser. So, jetzt habe ich das hier grün drauf und muss das also erstmal antrocknen lassen. So. Das schimmert so ein bisschen. Bei diesem Produkt handelt es sich, wie gesagt, um eine Base als Primer zu benutzen für eine höhere Deckkraft oder einzeln, um jetzt einen lockeren, luftigen, fluffigen Look zu erzielen. Weil so eine getönte Tagescreme ist ja nicht stark deckend. Deswegen, wie gesagt, auch als Primer. Und diese lichtreflektierenden Pigmente darin sorgen dafür, dass wir ein schönes, ebenmäßiges, leichtes Hautbild erlangen. Steht da drauf. Ich werde sehen, man kann das mit den Pinseln auch auftragen. Oder ich mache es mal mit dem Pinsel. Oder mit den Händen. Das ist also für einen Nude-Look, ja. Das ist eine sehr, also sie läuft nicht runter. Sie ist jetzt nicht cremig, sie ist samtig weich. Ich nehme jetzt meinen schönen Pinsel, den ich ganz gerne nehme, und verteile das jetzt mal hier drauf und gehe auch über diesen abgedeckten Punkt. Also es hat eine schöne, ich habe hier unten zum Beispiel so ein paar Unebenheiten, es deckt wirklich schön ab, hat einen angenehmen Geruch, ist leicht kühlend auf der Haut. Also ihr seht, es funktioniert. Ja. Ich bin also hier drüber gegangen. Ein sehr schöner Farbton. Es gibt nur den einen. Also wenn ihr jetzt dunkler seid, es ist ein Nude Look. Ein Nude Look mit einer getönten Tagescreme. Sehr ergiebig. Ah ne, hier ist noch was drauf. Ja, ich bin zufrieden. Also das ist mein erster Eindruck. Lässt sich sehr, sehr schön auftragen. Ihr könnt es natürlich auch mit den Fingern machen, ne? Klar. Also ich finde, die Rötungen sind weg, also tut seinen Job, diese Creme. Und ich habe dieses No-Make-up-Make-up-Gefühl. Ich sehe so aus, also es ist ja nicht stark deckend. Die eigene Haut schimmert immer noch so ein wenig durch. Das nächste ist dieses Nude Glow Serum.
Das kann man jetzt so ein Multitasking-Produkt. Man kann es mischen mit der Foundation, man kann es punktuell auftragen und es sorgt eben so durch diese Perlenextrakte für so einen metallischen Schimmer. Ist ja nun gerade ganz in und ganz hip und alle bieten ihre Drops an und ihre Glow-Seren. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich möchte das jetzt da, ich habe jetzt schon ein bisschen Foundation drauf, aber ich mache jetzt noch mal ein wenig Foundation hier auf den Handrücken und von diesem Serum. Das ist leicht rosa. Also mit der Pipette aufzutragen und das mische ich jetzt. Und verteile mir das jetzt für einen frischen Glow. Also hier ist dieses Serum mitgemischt und das ist matt. Man kann das natürlich, ich mache das ja immer sehr minimal, wie ihr wisst. Man kann das alles auch viel stärker, wem das zu wenig ist. Aber fangt immer mit wenig an. Ihr könnt das ja auch in mehreren Schichten ganz sanft auftragen. Das hat auch so einen kühlenden, also so eine kühlende Textur ist das. Ich merke das richtig. Schön. So, es ist also ein Glow-Effekt, der sehr dezent ist. Also man kann einzelne Highlights setzen oder auf dem ganzen Gesicht. Ich finde, das ist eine sehr schöne Mischung dieser beiden Sachen. Es ist sehr, sehr leicht. Und ihr wisst, ich bin Freundin des leichten Make-ups und ohne jetzt so zu sehr zu glänzen. Abends kann man das alles machen, aber am Tage dieser frische Yoga-Look. Ihr seht den Yoga-Look, den können wir echt abwandeln. Und dann habe ich noch diesen Nude Shimmer Cool Face. Das ist in so einem Tübchen, so ein dreidimensionales Fluid. Und da kann man jetzt punktuell, kann man sich Highlights mitsetzen. Sowohl, beginne ich jetzt mal hier oben, das ist goldfarben. Mit dem Finger kann man das ganz gut machen. Ihr könnt aber auch einen Pinsel dafür nehmen. Auch sehr sparsam. Schön im Auftrag. So, Augenbrauenbogen ist immer ganz gut. Und vielleicht noch hier ein wenig Nasenrücken. Nicht die Nasenspitze. Immer nur der Nasenrücken. Wenn man möchte, hier oben, Amorbogen, ganz dezent. Es ist in diesem Typchen, bin ich auch mit zufrieden. Ist wirklich, ich habe das vorher nicht probiert, ich probiere das jetzt mit euch vor der Kamera aus. Und ich werde nicht dafür bezahlt. Ich darf es testen, ich darf auch sagen, wenn es nicht gut ist. Und das würde ich auch tun, ihr kennt mich ja mittlerweile. Dann haben wir noch diese Augenbrauen-Mascara. Eine färbende, kämmbare, fixiert auch gleichzeitig so eine Mascara, um die Augenbrauen zu definieren. Ein ganz schmales, feines Bürstchen. Und da, jetzt muss ich mal sehen, dass ich das hier ergonomisch, haben sie gesagt, steht da. Gibt es in zwei Farben. Das ist hier in so einem Taupe. Ja. Man, das geht ganz gut. Das geht prima. Das färbt die Augenbrauen und auch die Haut, wo jetzt nichts mehr ist. So eine Mascara ist eigentlich eine schöne Geschichte. Geht ganz easy. So. Und ihr könnt es dann gleichzeitig damit durchkämmen, ne? Mit dem Spiralbürstchen. So, also damit bin ich auch happy. Sehr schöne Produkte. Sehr schön. Ja, finde ich gut. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Gloss drauf. Der ist jetzt nicht von Nee. Der ist, ihr wisst, ihr kennt den. Also und schon eine Seite fertig. Ganz einfach.
vielleicht noch ein bisschen Rouge. So, wenn ihr jetzt merkt, wie ich zum Beispiel, dass das hier ein bisschen zu viel ist, dann geht mit so einem Augenbrauen-Spiralbürstchen nochmal darüber. Also das ist auch fixiert, das ist fest, ne? Das sitzt bombenfest. Ja. So. Das Lieblingsprodukt zurzeit, Judith Williams, gibt es bei DM. Zurzeit Apfelbäckchen. Also mit diesen beiden, oder mit diesen Produkten, das sind ja nicht mehr als zwei, habt ihr euch einen unkomplizierten, schönen Look aufgelegt. Sieht gepflegt aus, Rötungen sind abgedeckt, Unebenheiten so ein bisschen. Ihr habt etwas Farbe im Gesicht, also nur Make-up-Look, Nude-Look eben. Ich bin wirklich, muss ich sagen, sehr angetan von dieser getönten Tagescreme Nude Look 2750. Das ist auch nicht schlecht. Wer also unter Rötungen leidet, kann man diese Green Collection durchaus empfehlen. Und ja, das Glow sowieso, dieses Serum hier. Sehr schön, tolle Auftragungsweise auch. Ihr habt es gesehen, ist nur ein klein wenig Glow. Ja. Jetzt nicht, also diese L'Oreal Drops, die sind ja auch heller. Das hat so ein, was hat das für einen Ton? Das ist so, wie so ein Bronzer, ne? Und es passt sich ganz toll dem Hautton an. Und dieses Vermischen miteinander, das macht es irgendwie. So. Und diese Augenbrauen-Mascara, ich hatte ja immer die von Bobbi Brown, die ist ja nun, die habe ich ein bisschen nachgeholfen, ne, mit Rosenwasser, dass überhaupt noch ein bisschen Farbe abgegeben wurde. Das wird jetzt auch ein Favorit. Bin ich wirklich begeistert. Gibt es in dieser Farbe, das ist so ein, der hellere Ton, und dann gibt es noch einen dunkleren Ton für dunkelhaarige Frauen. Also zwei Farbtöne gibt es da. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mal die Vorstellung von Nähkosmetik, also über Dolten vertrieben. Ich verlinke das gerne in der Infobox für euch. Ich weiß nicht, wie man Nähkosmetik sonst übers Internet bekommt. Vielleicht bei Amazon oder so, ich weiß es nicht. Also ich verlinke es euch über Dolten, und ihr könnt auch selber auf der Seite von Dolten schauen bei Make-up, und da werdet ihr sehr schöne Produkte finden. Nach europäischem Standards hergestellt in Italien. So. Nochmal, das war's. Jetzt ist mein Everyday, jetzt ist mein Tages-Make-up-Look fertig. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut und bleibt gesund. Neue Zuschauer können gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, macht's euch schön und bis bald.